Heute schauen wir uns an Dominik und Domenica, die Tango-Tänzer, ja, die ultimativen Power-Pakete. Da geht's ne? Da geht's immer direkt zur Sache. Da müsst ihr voll auf dem Punkt da sein, weil sonst könnt ihr es auch gleich vergessen. Wie erkennen wir die jetzt? Also vielmehr, wie erkennt ihr die da draußen? Die führen gerne das Wort, die haben die Macht. Es geht da auch ganz viel um Macht. Die sind schon mal präsent von der Körperhaltung. Die haben auch in Machtgeschichten na, immer mal den protzigen Sessel, vielleicht das Eckbüro, ein dickes Auto. Also die zeigen auch die Macht und das Ganze nach außen und zeigen es euch auch im Gespräch. Die sind in der Führung, die fragen. Ja. Die haben auch die Gerätschaften dazu, also die haben natürlich den goldenen Kugelschreiber oder den Mont Blanc oder wie sie alle heißen. Also guckt da einfach, ihr seht schon, wenn die euch entgegenkommen, euch die Hand entstrecken, ja, dass da wirklich zackige Sachen sind. Und das heißt aber auch, dass ihr auf Zack sein müsst, wenn ihr das Ganze erkannt habt. Die Kurzzusammenfassung aus dem Verhandlungstango für Dominik und Domenica. Dominik und Domenica sind harte Verhandlungstanzpartner, die nicht immer fair bleiben. Schwächlinge widern sie an und sie behandeln diese entsprechend. Achtung, Seitenhiebe. Seien sie stark und zeigen sie das. Wenn sie bei den dominanten Powerpaketen das Gefühl haben, bei denen klappt immer alles. Einatmen, ausatmen, einatmen. Das ist absolut wichtig und außerdem lebensverlängernd. Auch diese Spezies kocht nur mit Wasser. Klare Ziele. Absolute Höchstleistung und Nutzenorientierung sind für sie selbstverständlich. Von ihnen akzeptiert, respektiert und damit überhaupt erst wahrgenommen zu werden, das ist das Geheimnis des Erfolges bei diesem Typ. Argumentieren sie schlagfertig, cool und nutzenorientiert.